Heute bin ich zu Gast in Bodelshausen, das ist in der Nähe von Tübingen, und zwar bin ich zu Gast bei der Familie Speidel. Frau Speidel, es gab ein neues Bad. Ja. Was hat Sie denn dazu bewogen, ein neues Bad zu bauen? Das alte Bad war schon etliche Jahre alt. Was müssen wir uns unter etliche Jahre vorstellen? Wie arg war es in die Jahre gekommen? 30 Jahre. Bitte? 30 Jahre. 30 Jahre. 30 Jahre. Gibt es heute was im Bad, wo Sie sagen, das würde ich auf gar keinen Fall mehr hergeben? Ja, meine Dusche. Bitte? Meine Dusche. Was schätzen Sie so an der Dusche? Größe war mir wichtig. Hier mein Sitzplatz ist wichtig. Und da oben meine Regendusche. Was ist an der so besonders? Na, schön. Wir können jetzt halt ausprobieren. Jetzt. Ich vertraue Ihnen da ganz, wenn Sie sagen, schön, auf jeden Fall. Ja. Nun haben Sie sich ja bei diesem Bad auch zu einer Zusammenarbeit mit der Firma Schnitzer entschieden gehabt. Ja. Was war da für Sie ausschlaggebend, zu sagen, ich lasse das Bad von Schnitzer machen? Genau, dass wir nur einen Ansprechpartner kennen. Und nicht fünf Handwerker. Und manche Leute, die müssen ja noch zu Handwerker, Springer selber, der Fliesenleger oder der Elektriker. Und das war uns wichtig, dass wir das nur einen Ansprechpartner kennt. Ich habe es vorhin so ähnlich mal gefragt, auch schon so ein bisschen eine bestimmte Vorstellung, wie das Bad so werden soll. Ja, wie gesagt, wir haben uns vorgestellt, dass es begehbare Dusche wird und so weiter. Ja, das war. Und dass es hell sein soll. Pflegeleicht. Genau, und da war also dann auch das mit der, die Firma Schnitzer arbeitet ja mit der Firma Reiser zusammen. Da war ja auch das Gute, dass es da die Fliesothek gibt. Also da war auch hervorragende Auswahl. Das war also schon gut, dass man da hätte nicht noch woanders noch müssen. Jetzt habe ich vorher noch eine Besonderheit gehört, und zwar ging es da um den Rollladen. Was hat es denn mit dem Rollladen auf sich? Ja, wir haben da den Rollladen, ja, der war ja vorher schon drin. Und war ja auch Fensterbank da drin. Und unter der Fensterbank war die Heizung. Und dann haben wir das, ja, okay, Rollladen. Machen wir auch wieder noch, bis noch der Herr Schnitzer gesagt hat, der war mit Handbetrieb, also mit Gurt. Dann hat er gesagt, wenn wir das jetzt alles so schön machen, dann ist der Gurt da drin wieder. Das ist was nicht so optimal ist. Dann haben wir uns entschlossen, dass wir den halt auch auf Elektro umrichten lassen. War eine gute Entscheidung? War eine gute Entscheidung, doch, ja. Bitte? Unsere Decke, wir hatten ja Holzdecke, die war halt nicht mehr zeitgemäß und so. Und jetzt haben wir ja eine Spanndecke über der Holzdecke. Also darunter ist die Holzdecke und die Spanndecke wurde etwas abgehängt. Und jetzt haben wir hier da eine tolle Decke. Zufrieden damit? Mhm. Würden Sie es nochmal eintauschen, das Bad? Nein.